Hi zusammen, wie ihr wisst, bin ich in den letzten Tagen sehr auf den Geschmack gekommen, viel mehr zu sharen, eben von mir, aber ich dachte mir auch gerne von eben befreundeten Unternehmern, wie jetzt hier zum Beispiel von Alex Henn, und habe mir da ein Content-Format überlegt, dass wir quasi in 10 Minuten euch ja in knackiger kurzer Form mal die wichtigsten Learnings sharen. Und das Ganze so eingeteilt, dass wir quasi eine Minute ich euch ganz kurz das Format erkläre, was eben gerade passiert. Dann eine Minute Alex kurz was zu sich sagt und dann 8 Minuten ja eben seine größten Learnings während seiner Zeit bei Shore. Das Ganze wird getimeboxed. Das machen wir bei Ride mittlerweile sehr gern und sehr erfolgreich, weil es einfach ein bisschen mehr ja, den Fokus zum eigentlich Wesentlichen und weniger zu Geschwafel hinlenkt. Meine Zeit ist deswegen jetzt auch um. Alex, eine Minute. Leg los. Eine Minute, meine Vergangenheit wird schwierig. Ich versuch's. Also mit 12 habe ich die ersten Internetseiten gemacht, ging los mit Börsenseiten. Das war damals so ein Riesenboom. Habe es dann geschafft, relativ viel Traffic drauf zu bekommen. Habe dann über die Jahre also wirklich die diversesten Internetprojekte hochgezogen. Alles bootstrapped, also eigenes Geld. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich hab ähnliche Vergangenheit. Ähnlich. Habe dann natürlich meine Schule erstmal abgebrochen. War auch ein toller Grund, weil lief ja gut. Musste dann nach München ziehen. Meine Eltern haben es verstanden. Habe es nachgeholt, habe Abitur trotzdem nachgeholt. Auch ein Learning. Man sollte manchmal Dinge, die sozusagen konventionell so vorgesehen, dann doch nochmal machen. Also Abitur nachgeholt, paar Semester studiert, das alles noch gemacht. Und irgendwann hatte ich den Stand 2012, dass ich irre viele Internetprojekte hatte. Manches lief gut, manches weniger gut und hatte dann die Idee zu Shore.com. Shore ist jetzt der führende Anbieter für Kleinstunternehmen wie Ärzte, Friseure, Werkstätten, von der Mitarbeiterverwaltung bis zur Kundenverwaltung, Marketingautomatisierung, ganze Terminbuchung, aber auch Verwaltung ist das im System vorgesehen. Die Minute ist um. Sehr gut. Aber noch ganz kurz ein letztes Wort. Wie viel Geld habt ihr denn geraced während eurer Zeit? Wie viele Leute arbeiten mittlerweile bei Shore? Genau, also wir sind sehr schnell gewachsen. Die ersten 2 Jahre haben wir gebraucht, um unser Businessmodell zu finden. Insgesamt haben wir über 40 Millionen geraced, sind zeitweise auf über 250 Leute angewachsen, sind jetzt wieder etwas weniger. Aber das sind die Learnings, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Sehr gut. Jetzt 8 Minuten für die größten Learnings. Die größten Learnings. Die größten Learnings fangen sehr zu Beginn an und ich glaube, dass ich dir vor 2 Jahren was völlig anderes erzählt hätte als das, was ich jetzt tue. Also vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, dieses ganze theoretische Gerede, das Getue, das Deutsche, diese deutsche Mentalität, die hindert einem davon wirklich erfolgreich zu sein. Das heißt, ich hätte vor 2 Jahren noch den totalen Pragmatismus wahrscheinlich jetzt eigentlich verfolgt. Bedeutet, sehr viele Wetten zu platzieren, sehr schnell zu sein, irre agil zu agieren, Fehler bewusst in Kauf zu nehmen, sie dann zu korrigieren und auch, das stimmt auch alles. Im Grunde. Klassische Vollgasmodus. Ja, der klassische Vollgasmodus, den du sicherlich auch gut kennst. Und das stimmt auch alles, nur wenn die Firma dann tatsächlich erfolgreich wird oder zumindest auf eine bestimmte Größe wächst, dann erfährst du Wachstumsschmerzen, weil du ganz am Anfang Fehler gemacht hast. Das fängt an beim Produkt, das heißt, wir beginnen häufig mit einem MVP, einem Minimal Viable Product, also ein kleines Produkt, was du schnell in den Markt wirfst. Und wenn es ein bisschen Erfolg hat, dann fängst du an, dieses Produkt zu skalieren und da vergisst du manchmal, das gesunde Fundament zu bauen. Das heißt, was wir nach ein paar Jahren gemerkt haben und dann komme ich jetzt zum nächsten Punkt, das ist das Personal. Aber bleiben wir beim Produkt. Wir haben festgestellt, gut gedacht, schnell gewachsen und als Gründer willst du auch alles unheimlich schnell voranbringen. Das heißt, du achtest eigentlich nur auf Features und plötzlich hast du ein Riesenkonstrukt, so ein Monolithen, wie man das nennt, ja, wo alles ineinander geflanscht ist. Hauptsache, es funktioniert irgendwie, weil du bist ja sehr Short-Term-orientiert. Das heißt, was braucht der Kunde morgen, um mehr Umsatz zu machen? Und plötzlich stehst du da und brauchst länger, die Mitarbeiter zu onboarden, den Code zu warten, im Verkauf die richtigen Argumente zu schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, plötzlich fängst du an, ganz viel aufzuräumen. Ja. Und das sehe ich bei irre vielen, nicht nur Startups, sondern auch bei größeren Unternehmen, dass sie hinterher anfangen, ihren Code neu umzubauen. Und das ist dann teuer, dauert lange und behindert dich irre in der Geschwindigkeit. Und diesen Fehler haben wir mit Sicherheit gemacht. Das heißt, dieser Fehler, sich sehr strategisch zu überlegen, wie positionierst du dein Produkt, wie viel Zeit gibst du dir auch selber, lieber manchmal etwas langsamer zu wachsen. Wahrscheinlich auch. Thema oder Vision. Hattet ihr eine Vision von Beginn an? Ja, wir hatten eine sehr unterschiedliche Vision. Das heißt, wir sind mit einem völlig anderen Produkt gestartet. Das war ein Endkundenprodukt, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Das ist eine 180-Grad-Wende passiert. Und das ist auch gut so. Das heißt, derjenige, der kommt und sagt, ich habe jetzt die Idee, mit dem baue ich jetzt meine Milliarden-Idee. Das mag bei so trivialen Geschäftsmodellen wie einem Airbnb funktionieren. Aber wenn du Software baust, ist es meistens nicht möglich. Und dann fängt ja erst die Execution an. Weil Airbnb ist auch nicht super trivial. Aber die Idee. Also die Idee sozusagen, die ist ja sehr einfach zu verstehen. Und das ist übrigens auch ein Thema, wo ich jetzt auf die Kommunikation
Kommunikation zu sprechen kommen als nächstes Thema. Das heißt, je komplexer eine Idee ist, desto wichtiger ist es, die Mitarbeiter abzuholen. Also Airbnb, da hast du eine Vision, da hast du eine Mission, die zu dieser Vision führt. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß, warum er da gerade daran baut. Ja. Wenn du aber Software baust, wenn du sagst, du bist das Betriebssystem und hast noch besonders technische Begriffe und dann baust du das CRM und ERP und was weiß ich, ja, dann versteht das häufig der Mitarbeiter, vielleicht der ist gerade dieses eine Modul entwickelt, aber spätestens, wenn du die Empfangsdame fragst, ja, oder jemanden, der ein bisschen weiter weg vom Produkt ist, der würde dir häufig nicht sagen können, was die Firma eigentlich macht. Und wenn du das feststellst, dann hast du ein Problem. Definitiv. Ja. Ja. Das heißt, also ich habe quasi deine Vision entwickelt, die kommuniziert. Wir haben sehr top-down, das ist ja ganz lustig. Mhm. Wir predigen zwar immer gute Kommunikation und alle müssen abgeholt werden und maßen uns da an, teilweise auch besser zu sein als Großkonzerne. Mhm. Und teilweise ist es aber nicht mal der Fall. Mhm. Das heißt, wenn du viele junge Leute hast und schnell wächst, dann beschließt du dennoch viele Dinge irgendwie im Stillen, mhm, ohne alle mit einzubeziehen. Und das lässt sich manchmal nicht anders machen. Auch, mhm, hier wieder ist das Wichtige, das Timing und die Balance. Ja. Und das haben wir bei Ride auch gelernt, definitiv. Wir haben dann, als wir das dann eben festgestellt haben, beim Visionsworkshop eben unsere Leute mit on board genommen. Wir haben beim Positionierungsworkshop auch da das Ganze nicht eben nur gründerseitig gemacht, sondern auch mit Mitarbeitern. Und das hilft enorm viel, einfach die Mitarbeiter auch zu enablen, da an der Vision oder an der Positionierung mitzuarbeiten. Also was trotzdem bedeutet, dass das jetzt nicht völlig demokratisch ablaufen sollte. Das heißt, es muss immer jemanden geben und da muss man sich auch finden im richtigen Rhythmus, der wirklich dann die Richtung vorgibt. Ich glaube, das ist wichtig. Definitiv, aber in einem Einklang. Und nicht in diesem, ich gebe jetzt Bossy vor, sondern einfach das macht jetzt aus dem und jenem Grund Sinn und dann natürlich einfach mit dem Agreement von allen. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, um die Leute auch zu enablen. Genau. So, jetzt haben wir sozusagen angefangen mit Produkt, Team. Ja? Ja. Also ganz typischer Fehler, den man macht. Man hat halt am Anfang jemanden, den man kennt, der baut das Produkt. Das ist vielleicht der CTO, der ist vielleicht beides in Personalunion, das heißt Produktmanager und CTO, was übrigens, das wäre auch eine Warnung, die ich aussprechen möchte, du brauchst da auch wieder die Balance. Und ich habe dazu tendiert, zu lange zu warten. Das heißt, ich hatte ein Gefühl, da funktioniert etwas nicht. Mhm. Und statt dann das Gefühl relativ schnell umzusetzen, habe ich der ganzen Sache dann noch weiter Zeit gegeben. Und das ist ein Fehler. Also das heißt, was ich gelernt habe, ist dann viel ehrlicher zu kommunizieren, zu anderen, aber auch zu dir selber. Das, mhm, heißt, wenn du merkst, du hast dich da in etwas irgendwie verfahren, dann sehr schnell dann auch zu agieren. Und, mhm, ich glaube, es ist ein Problem, was viele haben, dass du vielleicht auf den falschen CTO gesetzt hast, dann musst du das Ganze wieder korrigieren. Und das kostet Nerven, das kostet Geld, das kostet Geschwindigkeit. Hattet ihr Tech-Ideas? Logischerweise durch die ganzen Wir hatten natürlich Tech-Ideen, aber ich würde einfach sagen, weißt du, ein Investor, der selber noch nie Unternehmer war, der wird nie die kritischen Probleme finden. Der findet Sachen, die wir als Unternehmen vielleicht nicht so auf dem Radar haben. Das mag ein Datenschutz, das müssen irgendwelche Copyright-Themen sein, andere Themen. Aber Sachen, die einen aber nicht konkret, genau. Ja, weil das wäre so eines meiner Learnings, auch als Gründer jetzt unabhängig von der Finanzierungsrunde, immer wieder mal externe, richtig gute Tech-DDs machen zu lassen. Und auch Finance-DDs. Also jetzt auch nicht nur auf Tech, sondern auch auf Finance, einfach immer wieder mal externe Profis drauf gucken zu lassen, weil oftmals ist ja auch gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern oftmals weiß man es einfach nicht besser und ist dann irgendwo so in seinem Tunnel drin und dann macht es einfach mal Sinn, gechallenged zu werden und danach eben auf die Probleme hingewiesen zu werden. Spart, glaube ich, enorm viel Zeit. Ja, und jetzt sind wir bei dem Thema, dass du nicht reaktiv auf Dinge sozusagen eingehen solltest. Also spätestens, wenn der Investor dasteht und sagt, jetzt beginnen wir die DD und dann fängst du an, plötzlich ganz schnell deinen Datenraum zusammenzusuchen, was wir am Anfang so gemacht haben, weil das Datenraum ist jetzt nicht das wichtigste Thema am Anfang. Also wenn man das macht, dann sollte man das als Chance begreifen. Noch besser ist es, man macht es proaktiv. Das heißt, du führst das selber durch und nimmst nicht irgendeinen Menschen, der die DD durchführt, von dem du vielleicht jetzt nicht überzeugt bist, dass er dich inhaltlich weiterbringt. Also auch hier, der Investor wird nicht zwangsläufig die beste Person, die beste Firma, den besten Anwalt suchen, der die DD macht. Das heißt, aber wir sind uns da einig. Wenn du es dann machst, dann solltest du es nutzen. Ja. Ja, definitiv. Weiteres Learning. Wir haben noch 2 Minuten. Ein Learning, was ich völlig unterschätzt habe. Ich dachte am Ende, wenn sozusagen Leute incentiviert sind, mhm, durch Anteile, dann gibt es ein gemeinsames Ziel. Das ist eigentlich, den Wert der Firma zu maximieren. Mhm. Und jetzt sind wir in Deutschland. Deutschland ist nicht bekannt dafür, dass es irgendwie Teslas und Microsofts baut, sondern es ist ein bisschen konservativer, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, alles ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, wenn du so ein irre ambitioniertes Thema hast wie wir, was wir aber am Anfang noch gar nicht wussten, das heißt, am Anfang dachten wir bauen unsere Firma mit 2 Millionen, dann haben wir festgestellt, scheiße, brauchen doch 5 Millionen, dann haben wir gemerkt, ja, wir machen ja jetzt doch was ganz anderes. Wenn du SAP sein möchtest, brauchst du 20, 30 Millionen. Das heißt, du kriegst plötzlich sehr viele unterschiedliche Investoren rein. Und ich habe das früher sehr opportunistisch gesehen. Ich habe gedacht, komm, nimm alles Geld, was geht. Am Ende wollen ja sowieso alle nur, dass die Firma wertvoll wird. Und
Pustekuchen. Also nicht so wenn du, ja, also gar nicht böse gemeint, ja, aber wenn du einen Lead-Investor hast, der sehr limitiert ist, sowohl intellektuell als auch, also jetzt gar nicht böse gesagt, der versteht halt technisch, als auch von den Ressourcen, von den finanziellen Ressourcen, wenn du dann das Ganze mit öffentlichem Geld kombinierst und dann vielleicht noch Strategen obendrauf setzt, wie es bei uns der Fall war, dann hast du eine Dynamik, wo du zumindest sehr unterschiedliche Interessen der Investoren hast, wo du teilweise sehr unterschiedliche Meinungen zu den Gründern hast. Und dann ist es irre schwierig, dann wieder eigentlich die Interessen zu alignen und so vorzugehen, dass es Sinn macht. Und das ist etwas, was zumindest in Deutschland noch so ist, dass der Investor immer noch das Gefühl hat, wirklich auch operativ mitzumachen. Und das willst du nicht. Du willst nur das Geld vom Investor. Mehr willst du nicht. Okay, ja. Hätte ich jetzt, also Zeit ist jetzt um. Nein. Also würde ich jetzt, glaube ich, so pauschal auch nicht sagen, dass du nur das Geld willst. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn einfach ein Investor wirklich eine, so ist es bei uns zum Beispiel, eine SaaS-B2B-Expertise hat, dann ist es geil. Aber definitiv, wenn er sie nicht hat, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Okay, gut, dann differenzieren wir, das war zu pauschal gesagt. Das heißt, wenn du bestimmte Standards noch nicht hast, wie setzt du das Reporting auf, wie machst du dein Go-to-Market ein bisschen cleverer, wenn du dann wirklich spezialisierten, ihr habt einen tollen, den wir auch hatten, das Zenovo, definitiv, das kann man, glaube ich, mal sagen, kann man wirklich empfehlen. Ja. Also jemand, der wirklich auf SaaS spezialisiert ist, sich zurücknimmt, aber an den richtigen Stellen auch die Akzente setzt, ist super. Wenn du aber Investoren hast, die plötzlich über das Personal entscheiden wollen, die über deine Länder entscheiden wollen, die über das Produkt mitentscheiden wollen, die sich sozusagen anmaßen, alles besser zu wissen, dann bist du in der Situation, was du versuchen solltest zu vermeiden. Definitiv. Und in die willst du nicht reingeraten. Ja. Nee, hat auch viel mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Das heißt, wenn du einen Minderheitsgesellschafter hast, dann hast du die Kontrolle darüber. Ja. Wenn du aber so viel Geld brauchst, dass du die Mehrheiten abgibst, dann solltest du dir als Gründer sehr genau darüber Gedanken machen. Ja. Oder jetzt noch quasi, um das Letzte hinzuzufügen, wenn du einen Investor hast, der auch stark ist im Thema Finance und dann eben genau da seine Expertise shared, das ist auch einfach sehr, sehr wertvoll. Weil da haben wir einfach eine sehr gute Kombination aus drei sehr unterschiedlichen Expertisen, Sales, SAS und Finance. Und die drei sind einfach perfekt. Aber alles, was du sagst, ist strategisch und nicht operativ. Richtig. Wenn jemand operativ rein möchte und dann gibt es plötzlich so Begriffe wie, wir haben einen Ausschuss für HR, dann wird es verrückt. Ja. Das heißt, das willst du. Aber wenn du sozusagen als Unternehmer eine gewisse Wertschätzung gegenüber deinen Investoren hast und proaktiv die Informationen rausziehst, Beste, was dir passieren kann. Ja. Kann ich zu 100% unterschreiben. Die Zeit ist um, aber ich glaube, es war jetzt noch wichtig, den kurzen Schwenk zu machen und dann nochmal das mitzugeben, was wir da eben erfahren haben bezüglich der Investoren. Ich hoffe, euch hat das Content-Format gefallen. Kommentiert gerne, wie ihr es fandet. Kommentiert auch gerne, wenn ihr noch Fragen habt, an Alex. Alex wird sicher wahrscheinlich Rede und Antwort in den Kommentaren stehen. Und vielleicht, wenn es euch gut gefallen hat, bis zum nächsten Mal in ein paar Wochen oder Monaten. Wird sich zeigen. Macht's gut, bis dann. Ciao.